Hallo meine Freunde, willkommen zurück in unserem kleinen idyllischen Dorf in Ostriff. Es wird gebaut und zwar sind wir gerade beim Bau einer Trading Post, die noch zwei Häuser haben wir zum Bauen, dann unsere Eisenmine, ein Heuschober, einen Brunnen und eine große Granary. Dann brauchen wir auf alle Fälle demnächst, das werden wir jetzt mal hier noch gleich vorbereiten, eine Ziegelei. Und wir müssen mal schauen, wo wir unsere Steine hatten. Denn wir brauchen Steine. Hier drüben ist der Kalkstein, der Leim. Wer kommt denn hier gelaufen? Kommt denn die her oder der? Auch die Holmwut da hinten ist Ried oder was? Ja, sieht so aus. So, da schauen wir mal, wo wir das jetzt finden. Was hier unten? Nee. Nee, da haben wir keinen. Hier haben wir Ried. Das war... Ah, hier. Alles klar, hier haben wir die Steine. Wir haben sie gefunden. Also werden wir als nächstes wohl eine Brücke hier rüber bauen müssen. Ich schätze mal hier... Werden wir gleich mal machen. Das finden wir hier. Und zwar hier von... Oder gehen wir weiter hier hinter? Ne, von hier. Wir gehen hier lang. So, da brauchen wir 23.000 mal Holz und 460 Nägel. Egal. Brauchen wir. Dann können wir nämlich hier hüben eine Steinmine bauen. Und dann können wir schon eine Kirche vorbereiten. Beziehungsweise können wir dann auch bessere Brunnen in unserer Stadt bauen. Zum Beispiel hier diese Ziehbrunnen für Trinkwasser. Und da brauchen wir Stein dazu. 400 Steine brauchen wir, glaube ich, für so eine Brücke. Für eine Brücke, sage ich. Ich weil ich die Brücke hier sehe. Für so einen Brunnen. So, des Weiteren wollen wir hier oben an unsere Lehmgrube. Hier wird eine weitere Farm gebaut. Ne, das ist die Trading Post. Hier oben werden wir eine Ziegelei bauen. Brickwork hier. Steinfabrik. Das ist eine Ziegelei. Denn wenn wir größere Häuser bauen wollen, brauchen wir Ziegel. Und es kann natürlich sein, dass wir auch eine weitere... Aber die sind ja unendlich, die Lehmgruben. So, die bauen wir hier hin. So. Und jetzt bauen wir noch etwas, was wir sofort erledigen können. Und zwar brauchen wir ja unbedingt zumindest erstmal einen Friedhof und ein paar Gräber. Die haben alle ihre Großeltern mitgebracht. Und da ist es ja absehbar, dass dann irgendwann mal jemand das Zeitliche segnet. Also, ich habe mir das schon mal angeschaut, noch einen einigermaßen geraden Bauplatz gesucht. Wenn wir das hier hinten hinbauen, müssten die erst Bäume fällen. Da kann uns der liebe Herrgott schon mal in den dazwischen funken, indem er vorher einen abberuft und da haben wir kein Grab dafür. Also würde ich sagen, wir stellen hier
oder wir platzieren unseren kleinen Friedhof mit einer kleinen Kapelle erst einmal hierher. Ein bisschen drehen, so. Machen wir einen Weg dazwischen. So, von hier oben, hier runter. Ich schätze mal, das ist schon einigermaßen parallel. So, und jetzt. Halt, der anderen Seite. So, das denke mir, das dürfte in einer Linie mit diesem Zaun von dem Haus sein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Zaunsfelder lang. Jetzt sind es 6. Stellen wir mal dorthin. So, jetzt wollen wir hier oben das gleiche machen. Setzen wir hier an. Das wird ein bisschen länger. Das könnte schon so in etwa parallel sein. So. Ziehen wir das hier runter. Halt, da müssen wir ein bisschen runter gehen hier. Jetzt wollen wir das Plus drehen. So. Das ist gar nicht so einfach, in einigermaßen rechtwinkliges Gelände einzuzäunen. Oder ein Gelände einigermaßen rechtwinklig einzuzäunen. So wird ein ordentlicher Satz draus. So. Das machen wir hier, das beenden wir. Und jetzt machen wir hier so ein Durchgang dazu, so ein Tor. Genau, ein schmales. Na, das ist doch fast wie abgemessen von der Breite her. Halt hin, müssen wir bloß sehen, dass wir das einigermaßen auf eine Höhe kriegen. Sieht doch gut aus. Und hier rein stellen wir jetzt eine kleine Kapelle. Hier hinter in der Ecke. Halt, wir werden das mal hier. Das stört mich ein bisschen. So sieht das besser aus. So, die drehen wir. Der Eingang ist jetzt hier vorne. Genau, die Kapelle. Ja, du stellen sie mal mitten ins Gelände. Nicht so in die Ecke. So, und ich sag mal, die ersten Gräber nicht auf diese Seite, sondern hier drüben auf die Seite. Hierher. Jetzt schalten wir es wieder ein, damit wir sehen, wo wir die hinbauen, damit wir nicht so viel Platz verschwenden. Steuerungstaste, nee, der Umschalttaste gedrückt. So, und jetzt können wir das nämlich das Grün in Grün setzen. Und da können wir es auch besser ausrichten nach diesem grünen Rand. Ich schätze mal, 5 Gräber müssten erstmal reichen. Für die nächsten 2-3 Jahre, denke ich mir. Gut. Und dann machen wir noch ein 6., damit wir das von der Maus wegkriegen. Zack, gut. Also, die Gräber sind schon mal angelegt. So, und jetzt würde ich sagen, wir legen mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit zu, damit das hier gebaut wird. So, wie sieht's aus mit Arbeitslosen? Haben wir Arbeitslose? 7%.
13. Sind das 7 pro Jahr? Ja, das sind Arbeitslose. Jetzt haben wir auf einmal 7% Männer und 15% Frauen. Na ja, gut. Mir geht es nur darum, dass wir auch unsere Trading Post einigermaßen besetzen können. So. Die Farm funktioniert. Wie sieht es mit unserem Geld aus? Na, wir haben 1282. Ich glaube, das könnte sich langsam ein bisschen der Waage halten. Die Einnahmen und die Ausgaben. So, jetzt warten wir drauf, dass die hier bauen. Und ich würde nämlich schon sagen, ich mache hier mal noch einen ganz kurzen Cut und lasse das mal hier oben abarbeiten. Zumindest bis zur Brücke. Und dann sehen wir uns wieder. So, meine Freunde, wir sind jetzt dabei. Wir haben die Eisenmine gebaut. Ich habe dazu noch ein Warenhaus gebaut, wo das Eisenerz gelagert werden soll, was hier abgebaut wird. Dann habe ich einen Ölshop gebaut. Denn das bringt uns ja den höchsten Umsatz mit. Mirefa ist schon wieder da. Die wollen nämlich schon Sonnenblumenöl. Da habe ich aber nichts. Ich kann den erstmal gar nichts abkaufen oder verkaufen. Wie sieht es mit Sunflower aus? Wie viel haben wir? 1100. Haben wir keinen mehr in der Scheune drin, in der Farm drin. November ist doch eigentlich, die Ernte ist doch durch. Wo haben wir das Zeug hin? In der Granary haben wir es nicht. Haben wir hier was drin? Wo ist denn das? Na, Sunflower hier, 1195. Mehr haben wir halt nicht. So, wir wollte ich noch eine junge Dame einstellen. Die, kein Mann. So, und die verkauft. Was haben wir hier verkauft? Moment. Den haben wir Kohl dazu gegeben. Also verkauft die jetzt hier. Wo haben wir es? Knoblauch. Garlic. Den kann die verkaufen. Was habe ich noch hier drin? Marovs und Bohnen. Also das scheint Zucchini oder sowas zu sein. Keine Ahnung, dass das Marov ist. Wenn da einer sich einen Reim drauf machen kann, da kann sie ja mal in der Kommentare schreiben. So, also die verkauft jetzt hier noch Marov. Marov. Wo ist das hier? Hier, Marov. Und was hatte ich gesagt? Ah ja, ich vergesse wirklich Altes. Ach, Bohnen, alles klar. Und Bohnen kann das junge Mädel, die junge Frau hier noch verkaufen. Bohnen. Hier. Haben wir überhaupt schon jemanden, der Feuerholz verkauft? Neben, das kann die mit reinkriegen. Die kriegt jetzt Feuerholz. Feuerholz dazu, Firewood. Firewood, gut. Und das Zeug wird von allen möglichen Leuten angeschleppt. Alles klar. So, Apply to all. Das hätten wir jetzt. Wir sind jetzt, ich glaube, müsste jetzt das dritte Jahr sein, oder? Das ist das zweite Jahr. Ende des dritten Jahres ist das jetzt schon. So, jetzt wird gebaut die Brücke. Wir haben jetzt müssen wir auch weiter an Häuser denken. Ist hier schon jemand drin? Da ist noch keiner drin. Not logging. Job. Die wollen keinen Job, denke ich mir. Also die zwei hier, das sind irgendwelche. Na, das werden sie spätestens merken, wenn das Geld alle ist.
Not looking for job, also nicht auf Jobsuche. Gut. Da haben die eigentlich in unserem Dorf nichts zu suchen. Die müsste man ausschmeißen können. Ne, die kann man bloß in ein anderes Haus stecken. Alles klar. Also, die merken wir uns vor, die kriegen auch keinen Pfennig Geld von uns, wenn die irgendwie pleite sein sollten. So, alles klar. Gut, wir bauen auf alle Fälle mal noch hier hinten. Können wir hier auch, hier kann man keine herbauen. Aber hier unten kann man noch welche hinbauen. Kann man hier unten noch Häuser mit Garten hinstellen. Müssen wir mal sehen. Probieren wir doch glatt mal. Damit wir zumindest, oh ja, das, den Weg machen wir nach hier oben. Nein, nicht so ranzippeln hier. So, alles klar. Den F1. So, jetzt können wir den breit ziehen. Hier hin. Stück runter, ein bisschen größer machen. Bisschen runter, vielleicht mal sehen, wie weit es geht bis zum Wasser. Zu lang, also. Da nutzen wir das mal aus. Sieht gut aus. Und den drehen wir. Setzen wir hier in den Eck rein. So, und Enter. So, jetzt schalte ich auch mal wieder ein, damit wir die sehen, wo wir bauen. So, und noch einen. Den. Das ist schon wieder, können wir nicht auf das Gelände bauen. Wenn ja schön. Hier unten können wir es hinbauen. Naja, da bauen wir es halt hier unten hin. F1. Da ziehen wir das bis hier hoch. Ein Stück rüber, so. Na komm, schnapp das Ding. Too long, Stückchen rüber. Wir wollen ja zumindest noch ein drittes Jahr herbauen. So sieht's gut aus. Den setzen wir hier unten in der Eck. Genau, da. Und ändern. Das wollte ich doch einschalten. So, und jetzt bauen wir noch ein drittes Jahr her von der Sorte. So. F1, vielleicht sogar noch ein viertes. Da hoch. Da kriegt man noch ein viertes hin, genau. Nee. Immer noch zu lang. Den drehen wir die Richtung, den setzen wir da unten hin oder den können wir nochmal so drehen, genau. Setzen wir hier unten hin und noch ein viertes von der Sorte. Enter. So. Also, den können wir überhaupt nicht hierher setzen. Alles klar. Setzen wir eins hier oben hin, gegenüber vom Friedhof. F1, ein Stück hier rüber.
So ein Stück länger. Zack. Zack. Und rein und ändern. So, das haben wir jetzt. Wie viel haben wir jetzt? 4 von diesen. Und was haben die vom Problem? Ach, die haben noch keine Steine, alles klar. Wir brauchen Steine, um das Ding zu bauen, alles klar. Die Brücke ist fertig. Haben wir hier welche drinne schon mal? Oh, hier sind schon 2 drinne, alles klar. So. Jetzt müssen wir sehen, wie wir unsere Steine ranbekommen. Wo wir Steine herkriegen. Also müssen wir hier hinten jetzt mal eine Steinmine bauen. Also gucken wir mal hier rein. Stone Mining Camp, hier haben wir doch eins. Das kann man nicht hier hinsetzen. Warum kann man das doch? Hier können wir es hinsetzen, alles klar. So, das müssen wir hier hinsetzen. Da ziehen wir das, müssen wir vorziehen. Da halten wir das erstmal an. Und die Gebäude halten wir alle erst einmal an hier. Nee. Die hintersten halten wir an. Das lassen wir offen. Das ziehen wir hier vor. Wir brauchen hier Arbeitskräfte. So. April sind wir. Hier wird wieder fleißig bestellt. Hier kommen drauf Kartoffeln. Hier haben sie drauf Sonnenblumen. Hier haben sie drauf Buchweizen. Und hier, das liegt brach. Alles klar. So, unsere Fischer sind unterwegs. 2. Wo ist der dritte? Der ist wieder auf Abwägen. So. Das schließen wir. So. Bauen Sie das Haus erstmal noch. Auf alle Fälle müssen wir sehen, dass wir Arbeitskräfte rankriegen. Ich würde nämlich fast sagen, welches Haus ist denn das? Das hier hinten, das rationalisieren wir mal wieder weg. Da bauen wir mal noch ein paar kleine hin. Hier bauen wir mal noch ein paar kleine her. Da kriegen wir erstmal mehr auf die Fläche hier. Wir müssen dann auch sehen, wie wir unsere Fläche hier verwalten. So, da setzen wir hier mal 1, 2. Das drehen wir. Drei. Kriegen wir da noch eins hin? Ja. 4. Und noch eins. Das drehen wir nochmal ein. Hier kann man nämlich schon nicht mehr bauen. 5. 5 Häuser. Genau, wir brauchen nämlich die Arbeitskräfte. Deswegen das Haus und dann tun wir uns erstmal die Arbeitskräfte sichern. Und dass hier welche kommen. So. Ich glaube, die Eisenmine hier, die tun wir erstmal wieder auflösen. Die kennen das mal hier raus. Die gehen mal in Bautruppen mit rein. Oder beziehungsweise die schmeißen wir raus. Die setzen wir hier ein. Genau. Da tut Öl pressen, dass wir zu Sonnenblumenöl kommen.
Genau. Und wo haben wir unsere Granary? Haben wir die schon gebaut? Die müsste doch fertig sein. Wo haben wir die jetzt? Hier hinten. Hier hinten kommt jetzt Sunflower Oil rein. Sunflower Oil. Das machen wir mal. So viel wird es nicht werden. Aber wir legen mal 2000 fest. 2000 Sunflower Oil. So. Und die haben hier Beans. Was haben die noch drin? Die Garlic haben sie wieder. Kürbis. Und die haben Zwiebeln. Da kann man hier nochmal hier drin ein paar Zwiebeln aufkaufen. Na, komm, gib uns mal die Zwiebeln. So. Und wie viel haben die drin? 13. 1300. Da können wir schon mal 1000 reinpacken hier. 1000 Zwiebeln. Und Garlic haben sie schon alles wieder verkauft. Und Kohl haben sie auch verkauft. Na, guckt euch das an. So, was hat der noch drin? Der hat Gurken drin, Kumbers und Möhren. Der hat auch Knoblauch. Und der hier hat noch gar nichts. Was ist denn das? Aha, der hat auch noch keine Arbeit. Der hat auch keine Arbeit. Wieso hat er keine Arbeit? Man kann auf alle Fälle mal... Ist unser Dings ist da. Wir geben mal ein paar Jobs hier frei. So, wie sieht es hier in der Fischerei aus? Da sind alle drei da. Die lassen wir erst einmal, wo sie sind hier. Die Eisenmine. Wo haben sie denn das Eisen hingeschafft? Das ist doch ganz anderes Eisen. Ah, Eisenerz kommt hier rein. Alles klar. Und ich habe Eisen reingepackt. Alles 5000 schreiben wir dann auch hin. So, wir haben ja noch irgendwo eine. Hier haben wir noch. Das löschen wir raus. Wir brauchen Eisenerz, seht ihr das? Unser Schmied. Wer ist das? Balaklina. Balaklina hat normalerweise Eisenerz. Eisenerz. Wir sind schon wieder weit unten. So, wir müssen aber auf alle Fälle 1000 Eisenerz kaufen. 420, Deal. Und schon sind sie weg. So, weil wir auf schnell eingestellt haben, alles klar. So, in dieses Dings hier räumen wir rein. Haben wir hier noch eins stehen? Nee. Kohle. Kohle, 8000. 10.000 kann man, glaube ich, reinpacken in so ein... in so ein Lagerhaus hier. War das so, ne? 10.000, genau. Und die haben 2000 Eisen, kriegen die rein. Oder 2000 Nägel und 8000... Kohle. Hier hinten kommt rein das Eisenerz. Gut. Und das Eisenerz müssen wir ja auch demnächst dann mal verarbeiten. So. Die Hütte machen sie jetzt langsam leer. Ach, der ist jetzt auf Konstruktion und das Fräulein ist jetzt als Laborer, als Hilfsarbeiter unterwegs. Alles klar. Gut. Also haben sie sich doch anders überlegt, dass sie hier mal einen Job nachgehen. So, hier haben wir auf alle Fälle mal volle Besatzung. Dann können wir hier, glaube ich, hier. Wo können wir das machen? Hier. Hier können wir einen zweiten einstellen. Einen Fischer haben wir. Da könnten hier immer welche reinkommen, oder? Wer ist das? Die, ach so, die ist noch nicht fertig, die. Die Fabrik, da können wir noch 100 Bretter fehlen, oder? Und Steine brauchen sie 1300, alles klar. So, alles klar. So, jetzt müssen wir mal sehen, die Häuser hier bauen sie. Was ist mit denen? Doch, da müsste eigentlich bald jemand kommen.
Hier bauen sie auch. Wie sieht es beim Schmied aus? Der hat noch 484 Eisenerz. Und hier oben haben wir 500 Eisenerz drin. Alles klar, das ist schon da. Aus Balaklina. So, jetzt stellen wir wieder ein bisschen auf langsam. Und lassen das wieder langsam entwickeln. Na, doppelte Geschwindigkeit kann man schon machen. So. Schauen wir noch mal hier den Kollegen zu, wie sie hier das Haus bauen. So, wie sieht es jetzt aus mit Sonnenblumenöl? Haben wir da schon welches? Da hat er schon welches drin. Ach so, alles klar. Wir haben erstmal hier keine Arbeitskraft drin. Und da kommt auf alle Fälle mal kein Mann rein. So, und dann müssen wir hier auch wieder festlegen, dass alle möglichen Transportmittel und Transportpersonen ausgeschöpft werden. So, alles klar. Man spielt das Spiel eigentlich, ich spiele das schon seitdem das Spiel gibt. Trotzdem vergisst man ab und zu mal immer noch so eine grundlegenden Sachen. Aber das Spiel hat eine Entwicklung genommen. Ich kann wirklich nur staunen. Nur staunen. Am Anfang hattest du gerade mal ein paar Häuser. Ein paar Häuser, was hat man da noch? Ein Schmied, ein Wagenbauer, ein Fischer, hier diese Teacherie. Eine Farm könnte man bauen, da konntest du ein paar Kartoffeln, Weizen, Buchweizen. Es war gar nicht so viel, was du anbauen konntest. Und die Felder waren starr. Die konntest du nicht frei bauen. Also das Spiel hat schon eine unwahrscheinliche Wendung genommen. Oder Wendung, Entwicklung, sagen wir mal so. Keine Wendung. Also es war ja von vornherein klar, wo die Reise hingehen soll bei diesem Spiel. Aber das hat eine Entwicklung genommen. Da staune ich nur. Und das von einem, beziehungsweise höchstens zwei oder drei Mann. Drei Mann sind das, glaube ich, jetzt. Wobei sich da einer wohl nur aufs Marketing größtenteils konzentriert. Denn irgendwo muss das Spiel ja auch vermarktet werden und muss Marketing ich glaube, Musik kümmert er sich noch. Da hat es mal geschrieben in einem Blog, wie viele Leute sind. Sind, glaube ich, nicht mehr als drei Mann. Und dazu jetzt noch der Krieg. Naja. Und trotzdem wird fleißig an diesem Spiel gearbeitet. Ist klar, das ist denen ihre Existenz. Die werden nichts anderes nebenbei machen können. Vor allem jetzt nicht. In der jetzigen Situation werden die nichts anderes machen können. So. So, meine Freunde, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende des vierten Jahres. Und ich lasse das mal noch ein bisschen laufen. Und wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Woche wieder. Wie immer wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hoffen, dass es jetzt nun mal endlich ein bisschen Frühling wird. Das ist Frühling, haben wir ja laut Kalender. Aber es könnte jetzt langsam wirklich mal ein bisschen wärmer werden. Dass man endlich mal die Sandalen rausholen kann. Ja, alles klar, meine Freunde. Also, wie immer wünsche ich euch eine gute Woche und wir sehen uns nächste Woche hier in Ostritt wieder.